Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich, denn ich möchte mich gerne mit der Douglas Palm Springs Palette schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute ist der wohl heißeste Tag bislang hier bei uns. Es ist jetzt 21.29 Uhr am 8.8. und es ist immer noch so heiß. Ja, ich habe auch bislang nicht geschafft, mich irgendwie zu schminken. Da habe ich jetzt mir meine Base drauf gemacht. Alle Produkte, die ich hier verwende oder verwendet habe, unten in der Infobox drin. Ich habe auch nur so einen ganz leichten Jumpsuit an, weil mir einfach viel zu warm ist. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute geht es um die Palette. Die habe ich mir letztens bei Douglas in einem Haul gekauft. Genau, ich habe mir die letztens bei Douglas gekauft und da haben auch viele direkt unter meinem Video geschrieben, dass sie super daran interessiert sind zu wissen, wie ich diese wundervollen, mega coolen Töne auf mein Auge bringe. Ich werde euch jetzt mal Swatches einblenden von den Tönen, die ich mache, nachdem ich mich geschminkt habe. Das heißt, jetzt während ich mich schminke, weiß ich nicht, wie die Swatches sind. Also sie sprechen mich total an, weil es einfach so knallebunt ist. Ich mache damit tatsächlich heute auch einen etwas anderen Look, denn ich bin heute ein bisschen anders drauf, weil heute ist es so warm und irgendwie ist man da sowieso anders drauf. Aber ich hole dich jetzt erstmal ein Stückchen näher ran, dann seht ihr das auch etwas aus der Nähe. Ich habe bereits einen Lidschattenprimer aufgetragen und auch meine Base gesettet. Das ist ganz gut. Ich meine, man hätte hier theoretisch den Ton Tender. Ich denke, den werde ich mir gleich auch nochmal als Base drüber geben. Ja, ansonsten hat man hier in der Palette einige Schimmertöne, einige Töne, die so leicht schimmernd sind. Und ich bin gespannt, was wir jetzt damit auf meinem Auge zaubern werden. Man hat einen schönen großen Spiegel mit dabei, der auch echt schön klar ist. Dann habe ich hier einen Pinsel, der auf einer Seite einen Blender hat und auf der anderen einen ganz klassischen Lidschattenpinsel, was mir persönlich gerade sehr gut kommt, denn ich plane auch so eine Geschichte mit Cut Crease und Eyeliner Cut Crease und Rampampam. Ich möchte aber als erstes dann tatsächlich mit dem Ton Tender starten. Das ist der hier unten und damit meine Lider nochmals setten. Das ist so ein leicht peachiger Ton, der aber tatsächlich ja quasi auf meinem Auge verschwindet, wenn ich ihn drauf gebe. Die Palette an sich von der Form her erinnert mich auch an viele, viele Anastasia Beverly Hills Paletten. Ich weiß jetzt nicht, an welche konkret mich die erinnert. Ich habe nur die Sultry, die Modern Renaissance und die Soft Glam da. Also weniger diese bunten. War ich bislang zu kniekerig für, um ehrlich zu sein. Sagte sie und hatte so viele Paletten hinter sich. Wie es in keinster Art und Weise normal ist, ne? Keine Ahnung. Manchmal habe ich das auch, dass ich da so ein bisschen einen Knoten im Kopf habe. Naja, aber auf jeden Fall finde ich die wunderschön und vielleicht ist es ja auch eine super Alternative zu einer Anastasia Beverly Hills Palette, keine Ahnung. Ich möchte mir jetzt in die Lidfalte einen Ton geben, ja, der vielleicht ein bisschen intensiv ist. Mal gucken, wie intensiv der ist. Das ist der Ton Heat. Den gebe ich mir auch hier mit dem Blender einfach auf. Ich klopfe den vorher ein bisschen ab. Man hat jetzt auch nicht so viel auf dem Pinsel, was gut ist, weil der ja nur hier so als Übergangsfarbe fungieren soll. Ja, doch, aber der gibt schon ganz gut Pigment aufs Auge. Ich habe das in letzter Zeit wirklich häufiger, dass ich mir so einen Orangeton in die Lidfalte gebe und dann später halt auch irgendwie ein bisschen bunter nach unten hin werde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mir gefällt das irgendwie. Das ist so zur Zeit, wenn ich mich hier halt schminke oder wenn ich mich allgemein, wenn ich einen Look schminke, mache ich ja für die Arbeit nicht unbedingt, weil dafür bin ich einfach zu faul, ne? Da schlafe ich lieber ein bisschen länger. Ja, mache ich das einfach sehr gerne, weil das irgendwie ganz gut funktioniert. Also der Ton lässt sich schön aufs Auge bringen, er lässt sich auch gut aufbauen, er lässt sich auch recht gut ausblenden, ne? Gefällt mir auf jeden Fall so im ersten Moment. Ich möchte jetzt meine Lidfalte noch ein ganz kleines bisschen mehr definieren. Dafür nehme ich mir jetzt einen etwas schmaleren Blendepinsel, der dann auch etwas weniger Härchen vorne hat und gehe dafür dann in die Farbe Tan hier unten rein. Also Heat und Tan, das passt jetzt einfach auch gerade zum Wetter. Ne? Es ist einfach super heiß und man ist dadurch natürlich auch ein bisschen getannt in gewisser Art und Weise. Ich setze mir den da auch ganz vorsichtig drunter. Versuche mich da so ein bisschen an meinem Knochen zu orientieren, den ich hier so habe. Und nehme jetzt auch keine Rücksicht auf Verlust. Ich könnte den theoretisch auch tiefer ziehen, weil da ja eh gleich die Cut Crease drüber kommt. Übrigens bin ich nicht allein in diesem Raum.
Sammy ist mein Besucher. Er liegt ganz entspannt neben mir und dem ist auch einfach richtig, richtig warm. Ja, der kriegt auch ab und an einfach mal ein Eis. Ich verlinke euch hier oben mal im i, da, das Video, wie ich Hundeeis herstelle, damit Sammy einfach so ein bisschen, ja, auch mal was Kühles bekommt, ne? So eine Abkühlung tut immer mal ganz gut. Also dieser Ton Tan, den sieht man nicht so wirklich, finde ich. Da, der hebt sich nicht so wirklich von dem Heat ab, ne? Also ob ich den jetzt drauf hätte oder ob ich noch ein bisschen mehr von dem Heat genommen hätte, hätte da jetzt nicht unbedingt was dran verändert. Aber gut. Wir möchten ja einige Farben hier verwenden und ausprobieren. Gut, ja, da das mir wirklich nicht zu tief, also nicht tief genug ist, gebe ich mir jetzt noch ganz bisschen was von diesem Camel-Ton darüber. Das ist so ein schönes Schokobraun. Da kriegt man richtig Bock auf Schoki. Dann kommt das so am Knochen entlang, einfach um die Lidfalte so ein bisschen mehr zu definieren. Aber auch da, ja, so ein bisschen was verdunkelt das. Wahrscheinlich ist das Ding, dass man die Farben wohl aufs Auge bekommt und schön ausblenden kann, aber dass das Schichten nicht so wirklich funktioniert. Und das finde ich dann schon wieder schade. Weil manchmal möchte man das ja auch, ne? Dass man sich dann einen Ton nimmt und den ein bisschen verdunkeln möchte. Aber für einen leichten Schatten reicht es auf jeden Fall. Doch, ne? Ich werde mir nun eine Cut Crease ziehen, die ich auch so ein bisschen noch nach oben hin auswingen werde. Jo. Also im Prinzip mache ich mir eine zweigeteilte Cut Crease. Ich mache mir jetzt erst die erste Cut Crease und mache da was drauf und dann später kommt dann nochmal eine drüber. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Ich nehme mir, wenn ich eine Cut Crease mache, übrigens immer ein bisschen was von meinem Concealer, den ich sowieso in Verwendung habe, auf meinen Handrücken. So. Dann nehme ich mir einfach einen Lidschattenpinsel. Das kann ich aber meistens nicht so gut mit dem Spiegel in der Lidschattenpalette, weil da halte ich mir den Spiegel ganz nah vor die Nase. Und dann nehme ich mir mit meinem Lidschattenpinsel einfach ein bisschen Produkt auf. Ein bisschen ist gut, ziemlich viel. Und dann ziehe ich mir recht grobmotorisch, aber doch irgendwie vorsichtig eine Cut Crease. Und da oben mache ich mir halt diesen Wing hin irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, das wird einfacher funktionieren, wenn ich so 10 Jahre jünger wäre und keine Falten am Auge hätte. Aber die sind nun mal da und ich habe Lust auf eine Cut Crease, also mache ich mir einfach eine. Da muss jetzt gebetet werden, damit das andere Auge auch funktioniert. Und immer dieser Trick mit dem nach oben gucken und abstempeln lassen, damit man gerade bei Schlupflidern, ne, weiß, wo die Reise halt hingehen soll. Das sieht bei meinem rechten Auge, also von mir aus rechts, ne, immer so super schön filigran aus. Und dann kommt das linke Auge und sieht nicht mehr so filigran aus. Das ist gefühlt jedes Mal so. Aber ich habe ja per se unterschiedliche Augen, also quasi, ne, von der Form her, also darf das jetzt einfach so bleiben. Dann sieht das jetzt einfach so aus. Wenn man dann eine Cut Crease gezogen hat, kann man sich Farbe drauf geben. Denn nun hat man wieder so eine schöne, klebrige Base geschaffen. Und ich möchte mir gerne jetzt auf diese Cut Crease den Ton Cheeky geben. Das ist jetzt etwas verrückt, aber ich möchte es machen. Der hat auch so einen leichten... Nee, hat er nicht. Ich dachte eben, der hätte so einen Schimmer mit drin. Aber nö, der ist matt. Das ist einfach ein mattes Rosa. Dafür nehme ich mir gerne immer so einen Smudger-Pinsel. Nehme ich jetzt einfach hier einen von Catrice. Und ja, der staubt auch ziemlich. Und den tupfe ich mir da einfach drauf. Nach unten hin muss ich mir den gar nicht so tief ziehen. Es reicht, wenn ich den einfach eher so oben aufgebe. Hier unten am Wimpernkranz und quasi... Am unteren Rand des Winges kann quasi ein bisschen frei bleiben, weil da ja gleich noch die zweite Cut Crease drüber kommt. Und dadurch, dass ich natürlich mit dem Smudger einen matten Ton aufnehme, staubt das hier ganz schön durch die Gegend. Der sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Ja. Und jetzt werden noch zwei Cut Creases gezogen. Ich fange an mit der ersten, die ich ziehen möchte. Und zwar möchte ich tatsächlich hier nochmal... Oder möchte ich das nicht? Eigentlich sieht das irgendwie ganz cool aus, ne? Ich hatte überlegt, dass ich mir da oben, jetzt knacken hier die Lichter auch noch rum, eine Cut Crease ziehe. Ich mache erstmal hier unten. Erstmal mache ich die unten, genau. Die muss jetzt ein bisschen filigraner und feiner sein. Dafür nehme ich mir dann tatsächlich auch nochmal einen anderen Pinsel. Und zwar einfach so einen Pinsel, den man für Augenbrauen oder für Eyeliner nehmen würde. Und da mache ich wieder genau so, ne? Concealer eben auf den Handrücken geben. Und da ziehe ich mir jetzt eine Cut Crease, die aussieht wie ein etwas dickerer Eyeliner quasi. Weil ich mir jetzt mit Lidschatten danach Eyeliner ziehen werde. Das wird Sinn ergeben. Klar könnte man jetzt auch einen farbigen Eyeliner nehmen.
Aber zum einen möchte ich natürlich alle Töne aus der Palette oder viele Töne testen. Und zum anderen hat nicht jeder einen bunten Eyeliner zu Hause. Und wenn man die Palette hat, möchte man ja alles rausholen, was man rausholen kann. Meiner Meinung nach. Sammy ist gerade eingeschlafen. Vielleicht fängt er gleich an zu bellen. Das macht er ja ganz gerne. So süß. Wenn euch der Eyeliner hier zu tief gekommen ist, ist das nicht schlimm. Das ist ja einfach Concealer. Den kann man ja einblenden. Voll schlau, hm? Ich kann euch übrigens empfehlen, bei Schlupflidern, wenn ihr euch einen Eyeliner oder halt jetzt Cut Crease Eyeliner zieht, das bei einem offenen Auge zu machen. Gerade wenn ihr auf dem Auge arbeitet, weil ansonsten wird man zu schnell zu dick von dem Eyeliner her. So sieht man dann alles und hat es ein bisschen besser unter Kontrolle. So, den Pinsel, mit dem ich gerade meinen Eyeliner gezogen habe, mache ich ein bisschen am Handtuch neben mir sauber. Denn den möchte ich jetzt noch weiter verwenden. Ist jetzt einfach ein bisschen dreckig, aber das ist ja nicht schlimm. Und jetzt setze ich mir auf die Cut Crease diesen wunderschönen Schimmerton Resort. Nehme ich halt auch mit dem Eyeliner-Pinsel auf. Dann geht der auf die Cut Crease. Und hier auch so ein bisschen schon an den unteren Wimpernkranz. Einfach damit man so ein, ich weiß nicht, irgendwie eingerahmtes Auge bekommt. Dafür ist ja auch ein Eyeliner da, ne? Aber irgendwie, das ist so der Plan gerade. Hier darf das so ein bisschen ausschweifen. Kannst du auch nochmal mit einem Pinsel irgendwie das ausschweifen lassen. Wenn man sich so eine Cut Crease zieht und dann halt den Ton drauf macht, ich meine, den hätte man auch einfach ohne drauf geben können. Aber wenn man das halt vorher macht, intensiviert man natürlich nochmal die Farbe von dem Lidschattenton und gleichzeitig macht man das Ganze auch haltbarer, weil das jetzt auch irgendwie ein bisschen was hat, woran es sich festhalten kann. Das mag ich gerade voll gerne. Es hat irgendwie auch so ein bisschen was, weiß ich nicht. Ne? Hat was, auf jeden Fall. Sieht schon cool aus. So, unterer Wimpernkranz. Den mache ich jetzt, bevor ich mich damit beschäftige, ob ich hier noch irgendwie was machen möchte. Ne, ich glaube nicht. Hier, das reicht eigentlich schon an Linien, oder? Weil wenn ich jetzt noch mehr Linien mache, mir fällt immer dieser Ausdruck nicht ein, wie das heißt. Naja, ich hatte eigentlich vor, dass ich hier vielleicht auch noch so ein Glitzergedöns drüber mache. Aber wenn ich das mache, siehst du ja gar nichts mehr. Genau, also unterer Wimpernkranz. Erstmal Fallout wegmachen, weil davon habe ich gerade nicht wenig. Smudger mache ich mir wieder sauber, denn den will ich jetzt verwenden. Und ich möchte an meinen unteren Wimpernkranz zwei verschiedene Schimmerfarben geben, und zwar grüne Farben. Einmal wäre das hier der etwas dunklere Ton Kaktus und der hellere Ton Oasis, oder wie heißt der? Ja. Und ich denke, dass ich mir Oasis auch so ein bisschen mit in den Innenwinkel geben werde, den dann drüber ziehe und dann nachher auch mit dem Blau zusammen den Kaktus ausblenden werde. Ich weiß nicht. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal mit Oasis an. Platziere mir den hier im Innenwinkel. Ja, das ist jetzt keine Palette, wo du sagst, so ja, easy peasy, ne? Das ist so eine Alltagspalette. Nö. Aber als ich mir die gekauft habe, wusste ich das halt ganz genau und habe sie halt auch genau unter dem Aspekt gekauft, dass ich da ein bisschen was Spannenderes mit schminken möchte und etwas bunter werden will, wenn ich die verwende. Also von daher war mir das durchaus bewusst. Grün ist echt so eine Farbe, wenn du die irgendwie im Innenwinkel oder unter dem Auge aufgibst, kann das schnell kränklich aussehen. Also muss man halt wissen, ob man das halt so will, ob man das auch so kombinieren will. Ich persönlich denke mir einfach, naja, ich habe jetzt ja so einen bunten Look geschminkt, da kann ich da auch ein bisschen was wagen. Genau, dann nehme ich ein bisschen auch was für das innere Drittel von meinem unteren Wimpernkranz. Ah, da ist der Pinsel jetzt natürlich ein bisschen heftig für, ne? Und dann nehme ich den Kaktus, der ist ein bisschen grober vom Glitzer her, da weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert. Den möchte ich hier so in der Mitte aufgeben. Der ist schön, aber ich glaube, ich muss einen anderen Pinsel dafür nehmen, weil das schimmert mir davon und ja, es glitzert vor meinem Auge gerade, als ich den aufgebe, aber es bleibt halt nicht so an Ort und Stelle. Dann nehme ich den Smudger, den Lidschattenpinsel, der hier an dem Pinsel mit dran ist, von dem Douglas-Pinsel, genau. Ich gehe auch wieder gut in die Farbe rein, ne? Den packe ich mir auch so drunter. Muss man echt aufpassen, dass einem das ganze Glitzer nicht ins Auge kommt, weil das kann schnell wehtun.
gerade, wenn das so ein grober Glitzer ist. Aber irgendwie ist das schon ein cooler Look, Leute. Das gefällt mir. Den lasse ich auch so. Ich mache jetzt auch nicht auf die Augen noch irgendwie Schimmer drauf oder so. Ich mag das, dass ich quasi hier das Matte habe. Und je tiefer man geht, desto aufregender wie jetzt. Und dann hast du hier unten halt auch richtig grün, blau, kabuff, kabäm. Mag ich gerne leiden. Das heißt, ich mache mir jetzt noch so ein bisschen Mascara drauf. Und dann sehen wir uns zum finalen Look nochmal wieder. Grafisch. Das war das Wort, was ich eben gesucht und nicht gefunden habe. Ja, also ne, mit Mascara ist es natürlich ein richtiger Wah-Wah-Woom-Look. Also ich mag den Look so gerne. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich jetzt abends um 10 Uhr geschminkt habe und dementsprechend diesen Look nicht groß ausführen kann. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist dieses Video zu filmen und es mir immer wieder anzuschauen, den Look vielleicht mal nachzuschminken, das könnt ihr auch gerne mal machen und ein Insta-Bild davon zu machen. Also solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen, tu es sehr, sehr gerne, denn da verewige ich solche Looks dann immer anhand von Bildern und schreibe ein bisschen was dazu. Ja, wow, ich hätte nicht gedacht, dass der Look so wird und es gefällt mir irre. Machen wir uns nichts vor, ich werde jetzt keinen Schmuck oder so anlegen, weil ich jetzt gleich auf die Couch gehen werde oder so. Aber was ich mal mache, ist, dass ich meine Haare aufmache. Ihr feiert das immer so sehr, wenn ich meine Haare mal öffne. Ja, wenn meine Mähne mal offen ist. Also das ist wirklich, das wäre so ein schöner Look für eine Sommerparty. Also den würde ich auch safe so tragen, überhaupt kein Problem. Und ich finde, dass ich den auch relativ schnell gemacht habe. Also so in Relation zu anderen Looks, die ich gemacht habe. Die Palette ist wirklich gut in der Anwendung, hat sich alles schön verarbeiten lassen. Das Einzige, was ich halt wirklich monieren muss, ist, dass viele Töne halt, wenn sie aufeinander kommen, ähnlich werden. Ne? Also wenn ich jetzt so einen grafischen Look mache, jetzt habe ich das Wort drin, wo ich dann auch richtig mit Cut Crease und so weiter das Ganze voneinander abgrenze, dann funktioniert das. Wenn ich aber versuche, die Töne in einem Look miteinander zu verbinden, gegebenenfalls sogar ineinander zu verblenden, wird es wahrscheinlich eine große Matschepampe, denn wenn ich mir halt so diese Töne Heat, Darker, Tan, Camel angucke, das sind wirklich sehr, sehr ähnliche Töne. Und ich denke, wenn man mit denen zusammenarbeitet, wird es halt wirklich eine Matschepampe. Sand hebt sich ein bisschen dadurch ab, weil der halt ein bisschen schimmernd ist. Ich weiß nicht, wie es sich mit diesen beiden Tönen verhält, mit Cheeky und mit Blow Up, ne? Also ich habe jetzt nur Cheeky verwendet, der mir übrigens auch richtig gut gefällt, auch von der Farbe her. Pool Party kann ich mir dann trotzdem aber ganz gut vorstellen, das ist ja so ein matter hellblauer Ton, einfach als Base für diesen Resort, für den Schimmerblauton, wenn man sich den zum Beispiel komplett aufs bewegliche Lid machen möchte. Tender, klar, ist eine ganz normale Basefarbe. Summer Dust habe ich jetzt so gar nicht verwendet. Das sieht auch gar nicht so aus, als wäre das ein ultra krasser Schimmerton. Aber ja, ähnlich wie Sand, ne? Da sind nicht so viele Schimmerpartikel drin. Aber ihr habt es ja eben in den Swatches gesehen. Coachella, den habe ich jetzt auch nicht verwendet. Hätte man gegebenenfalls auch nochmal nehmen können, um dieses Cheeky so ein bisschen zu toppen. Ja, also Cactus und Oasis finde ich richtig klasse. Wobei ich sagen muss, das Cactus mir ein bisschen zu grob glitzerig ist. Sprich, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da halt so nah mit dem Auge arbeite, dass mir das Kram in die Augen kommt. Also ich habe auch eben so ein bisschen was in die Augen gekriegt. Bin da nicht so empfindlich, aber ich kann mir vorstellen, wenn man ein bisschen empfindlicher ist, dass man da Probleme mit hat. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich zu allen Tönen auch was gesagt. Genau. Aber ich werde die Palette auf jeden Fall behalten und mir gefällt, dass dieser Look halt auch zu meinem Outfit passt, auch wenn ich den halt nicht jetzt so groß tragen werde und ne, aber trotzdem. Ich denke, dass ich mir den auch nochmal nachschminken werde und ja, Sammy ist gerade aufgestanden, er möchte raus. Ihm ist es hier auch wahrscheinlich ein bisschen zu warm in diesem Zimmer, denn ich habe hier das Fenster natürlich nicht aufgemacht, weil wenn ich es aufmache, kommen die ganzen Viecher hier reingeflogen und dann hätten wir hier ganz viele Fliegen und ganz viele Mücken. Das will ich nicht. Und Leute, das war jetzt meine doch mal etwas ausführlichere Review zu der Palette. Normalerweise sind diese Videos ja immer nur so 10 Minuten lang. Jetzt ist es mal ein bisschen länger geworden. Aber das ist die Palette auch einfach wert. Und ich finde, diesen Look damit zu schminken, kann man machen. Macht auch richtig Spaß. Kann ich euch nur empfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!